Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video mit dem Thema, wie installiere ich eigentlich Docker auf meinem Raspberry Pi. Nicht wundern, ich nutze hier keinen Raspberry Pi direkt, sondern eine virtuelle Maschine, aber die Installation funktioniert 1:1 ganz genauso auf eurem Raspberry Pi. Also, los geht's. Als allererstes will ich darauf hinweisen, ihr könnt die ganzen Befehle, die ich hier eingebe und auf der Internetseite in meinem Blog finden, da könnt ihr euch die Befehle einfach kopieren und dann geht's auch alles viel einfacher. Vorab, ich empfehle immer erstmal ein Update des Systems mit einem sudo apt-get und dann erstmal ein Update. Das updatet die Paketquellen vom Raspberry Pi und nachdem er die Paketquellen geupdatet hat, können wir mit dem Befehl apt-get upgrade die benötigten Pakete, die zum Upgrade zur Verfügung stehen, dann auch upgraden. Ihr seht, er zieht sich gerade die Paketquellen. Dann machen wir ein sudo apt-get upgrade. Damit schaut er nach, ob irgendwelche installierten Pakete geupdatet werden müssen. Und wenn ja, bietet er euch diese an. Ihr müsst lediglich nur noch mit Ja oder Nein bestätigen, dass ihr das tun wollt. Wir warten jetzt noch eine Sekunde ab. Er dürfte bei mir nichts weiter finden. Tut er auch, außer irgendwelche Pakete, die ich removen könnte. Und das war's auch schon. Jetzt kommen wir zum Wichtigsten. Wir gucken einmal bei mir in den Block, weil ich kenne den Pfad auch nicht auswendig. Ihr seht, hier oben sind die zwei Befehle, die wir gerade ausgeführt haben. Und hier unten gibt es ein automatisiertes Skript, was bereits von Docker zur Verfügung gestellt wird. Das lädt einfach eine Datei runter, eine Bash-Datei runter, welches euch die Installation komplett erleichtert. Wir sind jetzt hingegangen, haben die Zeile kopiert, einfach einfügen und starten. Jetzt passiert alles im Hintergrund automatisch, ihr müsst euch um nichts mehr weiter kümmern. Das Skript wird runtergeladen, das Skript wird ausgeführt und Docker wird ganz normal auf eurem Raspberry Pi installiert. Ich werde jetzt einfach die Installation erstmal jetzt hier unterbrechen und weiterlaufen lassen, aber wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, die Installation mittels dem Skript ist jetzt fertig. Das hat bei mir jetzt hier 2 Minuten gedauert und dann war das fertig. Wahrscheinlich ist es auf dem Raspberry schneller. Wie gesagt, das ist ja hier einfach nur virtualisiert und ich habe es recht klein geschraubt. Ja, wie überprüft ihr jetzt die Installation? Ihr braucht im Endeffekt jetzt wirklich nur ein Docker-Leerzeichen-Info machen. Ihr bekommt alle Informationen angezeigt, auch über die Architektur. Viel interessanter finde ich immer ein Docker-Version. Da seht ihr jetzt auch die momentanige Version, das ist die 19.035, das ist die aktuelle Docker-Version und wir wären jetzt ganz normal einsatzbereit, irgendwelche Container zu starten. Klar, das bekannteste ist einfach nur ein Docker Run Hello-World. Das sagt er auch gerade direkt, er hat das Image Hello World Latest noch gar nicht gefunden und hat sich das jetzt gerade eben aus dem Docker Hub gezogen. Das ist so ein Standard-Image, heißt Hello World in dem Sinne und gibt das nochmal als Erklärung wieder, was ich euch jetzt gerade auf der Sprachebene halt wiedergegeben habe, dass er sich das Image aus dem Docker Hub, also aus dem Internet gezogen hat, weil er es lokal gar nicht gefunden hat. Das kann ich euch nur ans Herzen legen, schaut einfach mal in das Docker Hub rein, da findet ihr unendlich viele Images, auch von den ganz bekannten, von den großen Datenbanken und so weiter und so fort. Viele, viele von der User Community geschriebene Images, auch für den Raspberry Pi ohne Ende. Und da könnt ihr euch einfach bedienen. Das war die Installation für das Docker auf dem Raspberry Pi und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!